Recht herzlich willkommen zur 127. Folge von Grand Age Medieval. Wir sind auf den letzten Schritten hier, jetzt schon unter 17.000 und hoffen, dass wir hier irgendwie Truppen haben, die auch noch angreifen wollen. Ja, das tun sie, das ist schon mal gut. Hier oben, was machen die? Sicher! Die gehen auch hin, das ist schon mal sehr gut. Wir haben noch 345 Taler, also 1000. Lass mal schnell hier reingucken. Da sind noch zwei im Anstich. Ich mache aber noch drei, so leid es mir tut. Damit da noch was wird. Und hier, wie sieht's hier aus? Da ist keiner mehr. Ah, das waren die Trantüten hier, ne? Diese, aber... Ja, komm, zack, die hauen wir auch noch raus. Okay, was macht die Reiterei? Sollen wir da nochmal? Ah, hier sind sogar welche. Aber die müssen wir mal gerade... Ah, warte, hier ist noch Geld. Okay, 10.000 nur. Kriegen wir hier noch irgendwo was zusammen? Nee. Da. Da. Leider kein Geld mehr unterwegs. Aber jetzt gehen die dahin und dann dahin. Was mit denen? Der will nicht mehr, wa? Moralverlust, tschüss. Alle Mann zum Gasthof. Ja, ja, hau ab. Weg ist er. Da sind noch zwei von denen. Ach Menno. Ja, ach Menno. 16 ist leicht runtergelaufen, das ist schon mal gut. Machen wir. Die laufen da auch hin, das ist auch gut. Irgendwie müssen wir das jetzt einnehmen, ne? Das hat anders keinen Sinn. Irgendwann müssen wir mal die Oberhand haben. So. Da rückt noch einer. Ach Menno. Die sind voll cool, die Typen. Wo sind die anderen beiden Reiter jetzt hin? Ach, da. Wird nicht lang dauern. Truppe befindet sich im Kampf, okay. Das war wohl nur ein Speer da gerade. Und hier sind wir bei 15.8, das ist super. Wir reiten los! Okay, nochmal alle zusammenziehen, dass das klappt. 15.6, waren das nicht eben schon weniger? Naja. Okay, da sind 500 von dem anderen. Nee, doch. Okay, läuft. Nicht hoffen. Wochenlang nichts zu essen. Na super. Dann geht ihr mal wieder nach Hause. Mit uns nicht. Wochenlang nichts zu essen. Ja, tschüss. Was? So weit? Ja. Hoffentlich. Ist mal kurz vorm Ende hier, nicht gleich wieder so, dass die alle abhauen, ne? Truppe weigert sich, also tschüss. Was? So weit? Ja, so weit. Lauft hin. Erzählt nicht so viel. Wird nicht lang dauern. Hier gibt's keine Geldhaufen mehr. Ich möchte nicht unbedingt hier bei den Luchsen oder was da auch immer so gerade rumläuft wieder. Sein. So, dann da mal hin. So gut wie da. Stellen wir die da hin. 15.000 ist abgelaufen. Wie ist es hier? Ja, super, ne? Irgendwo werden wir angegriffen. Machen wir. Machen wir, das ist schon mal gut. 304.000 sind das. Die Einheit geht da auch noch bitte schnell hin. Sicher. Und wir müssen Nachschub liefern. Und die mal. Und da bitte auch nochmal. Gut. Läuft. Jetzt wird hier einer angegriffen, aber das ist nur ein Speer. 14.6 sind wir jetzt schon, das ist schon mal gut. Wir reiten los! Aber hier sind schon viel zu wenig wieder, ne, oder? Täuscht das nur. Auf! Da ist niemand fertig. Haben wir hier noch was? Odessa, hier oben ist ja wohl keiner, ne? Nein. Da ist auch niemand. Können wir aber gerade mal die 5 noch losschicken.
Und hier unten sind da schon welche fertig, ja. So gut wie da. Eine Einheit. Da holen wir nochmal 5 raus, die jetzt recht teuer waren. Das waren die letzten Reiter, die wir gemacht haben für dieses Unterfangen. So gut wie da. So gut wie da. 14,2. Ich bin immer am Überlegen, ob das nicht wieder hochgeht oder so, ey. Ist gebongt. Schön, dass ihr auch noch dahin geht. Auf geht's! Also zurzeit ist es so, dass wir wohl mehr oder schneller unsere Truppen produzieren wie der Gegner. Okay. Auf! Ab in den Wald hier erstmal. Wird nicht lang dauern. Gut. Dahin. Überall Jingles gerade. Ist wieder einer fertig. Machen wir! Ja. 13,9 haben wir da jetzt. Das sind mal gerade 5 weniger wie vom Anfang der Folge. Und jetzt hier richtig mieses Geld. Gleich sind sie alle weg und das Ding war's. Oh. Jetzt müssen die Händler was schaffen. Das ist jetzt ganz schlecht, ne? Ja, die Truppen hauen alle ab. Alle. Oh. Das kannst du komplett vergessen, sowas, oder? Die Stadt ist gleich wieder bei 50.000. Dann kriege ich echt die Krise. Moralverlust. Jetzt ist Geld da. Moral geht hoch. Hier sind die meisten Einheiten. Jawohl! Okay, die laufen wenigstens wieder. In der Hoffnung, dass es auch klappt. Komm, besetzt die Stadt erstmal wieder. Oh, nur 9.000. Dann ist es sogar gesunken, nachdem wir weggegangen sind. So, jetzt bitte noch mehr dahin. Luchse sind das, du glaubst es nicht, oder? Selbst gegen die Luchse haben wir keine Chance. Truppen weigern sich aufgrund von Moralverlust. Okay, da geht noch nichts. Ja, schmeißen raus. Alle Mann zum Gasthof! Nützt ja nix. Alle Mann zum Gasthof! Bitte weg. Was sollen wir mit Urlaub? So, die beiden würde ich mal gerade noch tauschen, obwohl die eine Einheit ist so schwach, die können wir auch in die Wüste schicken. Was sollen wir mit Urlaub? So, 8001 und so läuft's runter, toll, oder? Jawohl! Ist gebongt! Die Truppen, 11 Leute sind das, die wir nicht kaputt kriegen, oder wie sehe ich das? Die nächsten 600. Machen wir. Jetzt ist das Geld gleich wieder alle und dann hauen sie wieder ab, ne? Sicher. Oh, die laufen jetzt wieder. Da ist auch das Pferd bei, oder? Nee, das hat noch Moralverlust, läuft nicht. Haben wir hier noch. Oh, was passiert hier? Waldbrand? Okay. Die sind alle mit Moralverlust unterwegs. Dann kicken wir die alle. Das nützt ja nichts. Auf geht's! Kämpfen die jetzt oder nicht? Machen wir! Okay, da läuft auch wieder eine Einheit. Hier ist natürlich richtig viel Feuer. Ich glaube, die Stadt erwischt das nicht, oder? Da können wir jetzt auch nichts tun.
Feuer in der Stadt, Rohstoffe fehlen. So gut wie da. So gut wie da, ja, ja. Drei Reiter rein. Wir reiten los. Hier ist auch nichts abzuräumen. Mit uns nicht. Mit uns nicht. Ah, alle drei wieder zurück. Und die auch alle zurück. Geil, oder? Ja, Moralverlust. Ja, jetzt wieder miese. Ist gebongt. Die laufen jetzt allerdings. Gucken, was da jetzt ist. 9000, okay. Kommen sie wieder aus der Stadt raus. Vielleicht laufen unsere Leute wieder weg. Ja, komm raus mit denen. Damit wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Hier gibt es noch ein paar Einheiten. Drei Reiter, aber so die laufen sowieso nicht. Doch, die nicht. Laufen. Nee, doch nicht. Ja, die laufen nach Hause. Wieder mal. Geld ist alle. Händler kriegen es nicht hin, Geld zu fabrizieren. Alle Moralverlust. 14.000 jetzt plus. Jetzt wieder minus. Moralverlust ist weg. Aber hier ist es immer noch ein Minus. Händler kriegen es nicht hin. Jetzt 42 plus. Moralverlust ist noch da. Auch jetzt 73.000 miese. Was wird das? Kann es nicht sein, dass wir mit so vielen Miesen da verkaufen. Das ist doch nicht wahr, oder? Wo sind denn noch Einheiten? Hier unten fertiggestellt. Wird nicht lang dauern. Einer läuft, der andere nicht. Aufsitzen. Auf, auf. Der läuft jetzt auch. Wo sind denn noch Truppen? Ah, hier unten sind es noch Truppen. Dann geht ihr mal nach da. Und die aus dieser Stadt gehen mal bitte sofort dahin und gucken, dass sie da noch was hinkriegen. So, und wieder 8000 bzw. 9er. Ich glaube, die sind jetzt alle hier, ne? Ja. Auf, auf! Ab in die nächste Stadt. Hier sind jetzt keine mehr. Jetzt haben wir 106.000 plus. Auf, auf! Jetzt laufen wir darüber. Und wir können die auch schon da einschicken, glaube ich. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ach, Menno! Okay, die haben schon Moralverlust. Das dauert leider nicht lang, dass sie wieder gehen. Okay, gerade wieder ins Plus gelangt zum Glück. Trotzdem laufen sie alle weg. Mit uns nicht. Auf geht's! Sind noch ein paar geblieben zum Glück. Aufsitzen. Ja, die drei nicht. Wir müssen diese Stadt belagern. Okay, wir sind jetzt bei 10.000 runter, ne? Und jetzt geht's auch relativ zügig momentan. In der Hoffnung, dass wir jetzt mal ein bisschen Geld noch auf der Kante kriegen hier von den Händlern.
Wieder Minus. Jetzt blinkt es schon wieder so gefährlich. Jetzt ist wieder Plus. Oh, 2.500 nur. 28.000. 7.6. Es läuft gerade schnell runter, das ist sehr schön. Jetzt haben wir wieder Minus oben. Jetzt blinkt es wieder. Jetzt gehen sie gleich wieder weg. Und dann fangen wir wieder bei 9.000 an. Die kicke ich jetzt sofort alle drei raus. Oh, so viel, 150.000, toll. Das ging ja gar nicht, ne? Ja, okay, ich würde mal sagen, wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.